Welcome back zum zweiten Teil von meiner CD-Sammlung. Auch da sind gefühlt wieder Jahre ins Land gezogen. Ich hatte es aber letztens einmal versucht, habe es aber dann doch nicht rausgebracht. Ich war kurz vorm Ende und dann ist mir aber was aufgefallen, was ich jetzt anders machen möchte. Und zwar, die Kamera an sich nimmt ein bisschen mehr als 20 Minuten am Stück auf. Dann setzt sie sowieso aus. Und danach mache ich oft dann, wenn sie so lang gehen im Verhältnis, Videos auch von abhängig. Und beim letzten Mal war es auch so. Ich sehe ja dann, okay, es ist kurz davor. Und dann höre ich dann schon in die Richtung auf. Und hatte da nicht eine feste Anzahl von CDs. Ich habe einfach genommen, genommen, genommen. Wobei ich da beim letzten Mal am Anfang noch viel Zeit verschwendet hatte, weil ich noch einiges besprechen wollte. Somit hatte ich insgesamt sowieso nicht mehr so viel Zeit. Aber bin dann die CDs einfach durchgegangen, bis halt dieser Moment kam von den bisschen mehr als 20 Minuten. Lass es 22 sein oder so. Und beim zweiten Mal, wo ich es jetzt nochmal versucht hatte, beim Aufnehmen, den zweiten Teil, habe ich das wieder so gemacht. Und dann ist mir zum Ende hin so aufgefallen, irgendwie ist es total blöd, weil gefühlt rennt man so die Zeit durch und hat gar nicht richtig Zeit für die einzelnen CDs. Man mag es kaum glauben, wenn man mal anfängt, so ein bisschen über eine CD zu sprechen, vergeht schon viel Zeit im Verhältnis. Und das fand ich dann irgendwie blöd. Das ist dann so, ja, kurz zeigen, sagen, weg, nächste. Finde ich blöd. Deswegen nehme ich dieses Mal einfach 10 CDs. Die kommen, wie sie kommen. Größtenteils ist hier nichts sortiert, außer ein paar Künstler. Weil der Rest ist einfach durcheinander. Gefällt mir auch besser, selber auch besser. Teilweise ein bisschen staubig, ja, leider so. Ein bisschen eingestaubt in dem Sinne. Und ich hatte das letzte Mal die CDs abfotografiert und dann eingesetzt. Aber auch das hat mir nicht so richtig gefallen. Ich werde die jetzt einfach einmal kurz zeigen. Und man hört ja den Titel. Wenn man es nicht eh schon kennt, dann, wenn man es kennt, ist einem das, Entschuldigung, sowieso bekannt. Und wenn man es nicht kennt, kann man es ja gerne nochmal nachholen. Genau, und jetzt fange ich gleich mal mit der an, wo wir natürlich letztes Mal aufgehört haben. Beim letzten Mal hatte ich halt noch so ein paar Dinge angesprochen, die ich ganz interessant fand. Und auch heute kann man natürlich gerne kommentieren, wenn man die einzelnen Alben vielleicht kennt oder vielleicht auch selber einen Bezug dazu hat, zu den einzelnen Alben, je nachdem, was da jetzt kommt. Es geht los mit, ja, ist immer so blöd. Gerade bei CD ist ganz schwierig immer mit diesem, dass sich das alles so spiegelt. Ah, hier, guck mal. Meine Kunst zur Freiheit. Hängt fett an der Wand dran. Ansage Nummer 1, Aggro Berlin. Habe ich natürlich auch eine starke persönliche Verbindung zu. Denn nicht, zum einen bin ich ja Hip-Hop-Fan. Und zum anderen, Anfang der 2000er, wo ich da auf die Oberschule gekommen bin, in Berlin, Bezirk Neukölln, da ist das relativ schnell durch die Decke gegangen. Ich meine, Aggro Berlin kommt ja, das Label, im Ursprung aus Berlin. Gibt es ja jetzt nicht mehr, aber trotzdem. Und für uns war das, ja, es war einfach heftig. Also das war so eine Riesenwelle, das hat man so vorher gar nicht gekannt. Ich hatte mich ja davor auch schon mit Hip-Hop auseinandergesetzt, ein paar Jahre. Aber zum einen so ein großes Label im Verhältnis, gut, anfangs war es noch nicht groß, es ist ja dann relativ, aber schnell groß geworden. Und zum anderen so ein, ja, ein recht großes Raster an Künstlern. Also kannte ich persönlich so noch nicht richtig in die Richtung. Und dann natürlich auch die Mischung halt von Straßen, harten Straßentexten und Sido auf, ja, auch ein bisschen asozialere Texte teilweise. Also als Hip-Hop-Fan versteht man ja, was damit gemeint ist oder was da, wie man das zu nehmen hat. Von außen heißt es dann immer so negativ. Irgendwelche Kommentare, das ist ja eh scheißegal. Die Leute haben meistens eh keine Ahnung von der Szene. Aber für einen selber auch war das halt was ganz Neues. War richtig geil. War eine richtig geile Zeit. Ich habe das bis zur dritten Ansage verfolgt. Danach auch noch teilweise, aber ich habe die dann nicht mehr wirklich reingehört. Als dann Bushido auch weggegangen ist von Aggro Berlin und so, hat das für mich irgendwie dann aufgehört. Und hab dann so einzeln die Künstler noch verfolgt auf Flair und hin und her. Dieses Album ist ja von 2002. Und ich habe es auch letztes Mal, glaube ich, angesprochen, was schade ist. Ich hätte halt gerne damals die Sachen auch direkt original gekauft.
Nur zu der Zeit war es bei uns halt so, auch das war recht neu, dieses ganze Runtergelade, ne, wie eine neue Welt. Und da hat man so ein bisschen davon also hat man so sich ein bisschen geändert. Man hatte ja vorher auch CDs kaufen müssen oder Maxis und so. Hat das dann sein lassen, weil es halt so geil war. Geil, du kannst einfach runterladen. Und ich meine, klar, heutzutage weiß man schon lange, es ist einfach beschissen. Der Künstler verdient daran nichts. Aber das war zu dem Zeit, wir waren jugendlich. Das war uns nicht bewusst. Außerdem war da eh keiner hinterher. Muss man sich vorstellen. Das war eine ganz neue Zeit. Es gab keine Abmahnung. Keiner wusste genau, wie das alles überhaupt da vor sich hergeht und so. Die Industrie war da auch noch nicht wirklich hinterher und alles. Also deswegen, aber ich ärgere mich heutzutage im Nachhinein, weil ich die schon gerne damals alle original direkt gekauft hätte. Das ist auch original, aber wie soll man das sagen? Es wäre so die richtig erste Auflage quasi gewesen. Und ja, dann hast du halt hier bekannte Songs drauf, Märkisches Viertel auch, Kronosport, Massenmord, Boss, alles ist die Sekte. Das Intro ist eh krass, ne? Wie so eine Sekte halt. Das kennt man ja, wenn man es kennt. Und dann diese schnelle Akku Berlin, Akku Berlin, Akku, da kriegst du wieder einen Brainwash. Ist geil gewesen. Richtig geile Zeit. Nächstes Album. Ups. MTV Unplugged Nirvana Edition. Bin ich ein absoluter Fan von. Sowieso von Nirvana. Das ist ja, was ich immer meinte. Man darf sich nicht festfahren. Man darf machen, was man will. Aber ich finde, man sollte sich nicht festfahren auf nur eine Musikrichtung. Das ist ja langweilig. Ich bin ein sehr großer Hip-Hop-Head, Hip-Hop-Fan, aber ich höre sehr gerne andere Sachen. Ich finde es immer sehr spannend. Da könnte auch dann in der Zukunft auch was kommen, was ich erst letztens wieder dazu gekauft hatte und für mich dann doch recht neu war im Nachhinein. Bisschen später entdeckt. Und ja, also dieses Album ist wirklich super, weil es gibt da halt natürlich logischerweise, wer MTV Unplugged kennt, weiß ja, dass es auch eine große Produktion ist fürs Fernsehen gewesen und ich habe auch die DVD, ist immer schön zu sehen. Wenn man einzelne Songs abruft, bei YouTube zum Beispiel, findest du oft auch die Songs quasi aus diesem MTV Unplugged. Und ja, schönes Zusammenspiel von den Künstlern dort und was soll man zu den Songs sagen? Ich denke, die sind auch sehr bekannt, also logisch. Und wenn ich mich da entscheiden müsste, The Man Who Sold the World ist einer meiner Lieblingssongs, Lake of Fire, Something in the Way ist ein richtig schön ruhiger Song. Also ja, kannst du eigentlich eh durchhören. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, hey, ein Song, dann nehme ich The Man Who Sold the World. So, weiter geht's. Hier ein YG-Album. Wer kennt YG? Ein Rapper aus den USA. Dieses Album habe ich mal auch mir aus den USA oder war es vielleicht UK, bin mir nicht mehr ganz sicher, zuschicken lassen, weil ich es hier nicht bekommen hatte. Ich weiß jetzt auch nicht immer aus dem Kopf, welche Alben waren jetzt wirklich die Debütalben oder so und so und so. Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Eventuell war das sogar sein Debütalbum. Ich kann es jetzt nicht genau mehr sagen. So viel habe ich jetzt doch nicht im Kopf dann, was es anbelangt. Alles auswendig nach dem Motto, das ist nicht der Fall. Es ist von 2014. Und YG, auch ein Gangster-Rapper, allerdings, wenn man den Sound sich anhört, ne, doch etwas spezieller auch. Das kann oder muss nicht zwangsläufig jedem direkt gefallen. Macht es aber auch aus, weil es halt nicht dann dieses ja, abgedroschene, immer selbe Beats, ähnliche Gedingse ist, sondern wirklich mal was Freshes, so wie man gerne sagt. Und was schade ist, hier ist er noch nicht drauf gewesen, aber sein Künstler auch eine Zeit lang war ja auch Slim 400 und der wurde ja letztens auch erschossen, leider. Echt traurig, der ist im nächsten Album, ich sehe gerade schon, kommt wieder ein YG-Album, da ist er mit drauf gewesen. Und auch noch eine interessante Sache, falls sich mal jemand gefragt haben sollte, wenn zum Beispiel Track 5, Biggin' Back Being Bull. Das ist ja hier, wenn man es überlegt, in den USA ist ja so, du musst ja, wenn du die Hip-Hop-Szene verfolgst, dann musst du eigentlich die Straßenszene auch mitverfolgen. Das geht Hand in Hand oft. Und dahinter stecken natürlich auch die ganz großen Gangs, die es in den USA gibt. Gibt es ja Tausende, allein auch in Los Angeles oder im Endeffekt in Kalifornien. Und er ist aus einer von den Bloods halt, aus dem Set und die machen es halt gerne, Wörter, die mit C anfangen, da setzen sie gerne das B davor, wegen den Crips, weil sie das ungern aussprechen. Das ist halt so eine Gang-Sache. Und dann würde quasi, wenn man das richtig liest, hier stehen: Kickin'
Back being cool. Also back being ist ja ganz normal. Bull ist aber dann cool. Und kicken ist ja eigentlich mit K, aber weil sich das so angehört, als würde man es wie mit einem C aussprechen, wird selbst das mit einem B ersetzt. Immer ganz interessant. Hier kommt das nächste Album. Ich sehe schon, die Zeit vergeht schon wieder irremäßig schnell. Auch ein YG-Album, das hatte ich mir mal, glaube ich, beim Mediamarkt dann gekauft. Fand ich mega gut. Und hier ist halt Slim 400 auch ein paar Mal drauf. Und auch ein Nipsey Hussle-Feature. Rest in Peace, Nipsey Hussle. Sad Boy, Sad Boy Loco. Der ist so ein Latino. Ist auch ein richtig guter Rapper. Der war auch mal bei YG dann auf dem Label drauf. Und wie gesagt, Slim 400 auch. Auch ein super Album. Und hier sieht man es auch alles in Rot. Ja, auch die Farbe für die Bloods. Das Album hatte ich mir mal gekauft. Auch bei eBay. Später dann. Von Foxy Brown. Das ist ein richtig geiles Album. Und ich mache das gerne mal. Bei älteren Alben auch. Bei eBay die Sachen zu kaufen, weil teilweise ist es so, die Auflagen sind dann nicht mehr so groß oder gibt es gar nicht mehr. Ich meine, CDs gehen ja eh zurück. Und dann sehe ich es teilweise nicht ein, wenn dann jemand vielleicht noch ein paar hat oder keine Ahnung, dann Unsummen zu bezahlen. Wenn ich dann die CD auch, wenn es mir nur um die Sammlung geht, quasi bei eBay bekommen kann in einem recht guten Zustand. Ich nehme jetzt nichts, was total abgerissen ist, aber wenn soweit die CD okay ist und wie gesagt, der allgemeine Zustand und der Verkäufer recht gute Bewertungen hat, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen. Und auch das ist ein richtig geiles Album. Da gibt es auch coole Songs. Falls es jemand kennt, kann man gerne was dazu sagen. Das nächste Album ist ein Album von Warren G. Und da ist natürlich cool, auch Rest in Peace, Nate Dogg, ist ja da ein ganz bekannter Song, unter anderem Regulate. Ich meine, gut, den muss man ja gar nicht, da musst du nicht mal Hip-Hop-Fan sein, den kannst du so kennen, weil er in irgendwelchen Clubs gespielt wird, irgendwelchen Filmen und was weiß ich. Richtig, richtig geil. Jetzt würde ich gern allgemein schon, aber jetzt erst recht, wenn das gehen würde, würde ich jetzt gerne mal einen Song abspielen. Aber da haben wir dann die Copyright-Probleme. Das ist ein richtig, 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 richtig krasses Classic. Kann man nicht anders sagen. Das ist absolute Hip-Hop-Geschichte. Und das wollte ich gerade noch. Ja, genau. Hier ist auch das Video mit drauf. Track 14 sozusagen. Echt cool. Und mir ist auch mal ganz wichtig, es gibt ja teilweise auch CDs, da hast du irgendwie censored, also das ist dann so, die Songs sind dann zensiert, finde ich richtig behindert. Also finde ich richtig scheiße. Ich habe es einmal aus Versehen, das war glaube ich irgend so ein Ice Cube, oder war es Jay-Z? So ein Best-of habe ich mal mitgenommen aus, weil ich das mal einfach haben wollte. Mann, war das schlimm. Da habe ich nicht drauf geachtet und das war zensiert. Richtig ätzend. Hier. Ein Album von Salt and Pepper. Ich sag direkt, ich bin überhaupt gar kein großer Salt and Pepper Kenner. Das habe ich auch einfach mal spontan mitgenommen, weil man natürlich den Namen kennt und auch das Hip-Hop History ist. Aber ich habe mich noch nie damit richtig auseinandergesetzt. Gebe ich ehrlich zu, habe ich gar kein Problem mit. Und ist aber klar, Push It und so, das kann man auf jeden Fall kennen. Auch genau dasselbe Beispiel wie mit dem zum Beispiel Regulate Song. Da musst du kein Hip-Hop Fan sein, das kann man einfach kennen. Das ist ja so. Das ist ja so chartmäßige Musik auch einfach gewesen. Ich denke, die verkauft sich bestimmt jedes Jahr noch gut, der Song allein. Und ja, da hatte ich mal richtig Bock. Mal hier so richtig so 80s-mäßig, ich weiß gar nicht. Mein Magen wird wahrscheinlich gleich knurren, ich merke schon. Obwohl ich vorhin was gegessen hatte, was ist da los? Könnte sein, dass man es hört. Kann ich jetzt gar nicht direkt sehen. Vielleicht doch Anfang 90er oder so. Auf jeden Fall cool. Ich frage mich, wahrscheinlich ist das so nicht das Original-Albumcover von damals. Was ich wiederum ein bisschen schade finde. Also ich würde es jetzt mal bezweifeln. Auch dieser blaue Streifen hier, dieses hell oder ja, hellblau. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Die ganze Aufmachung sieht für mich nicht so aus, als wäre das wirklich so wie damals. Aber kann auch falsch liegen. Jetzt kommt auch ein richtig geiler Hip-Hop-Classic, Big Pun. Capital Punishment, Rest in Peace, Big Pun. Ja, schade. Ist ja, glaube ich, 2000 oder 2001 an einem Herzversagen oder ich weiß nicht, ob es ein Schlaganfall, Herzinfarkt, irgendwas in die Richtung.
Da muss man leider sagen, es war der Zusammenhang mit seinem großen, starken Übergewicht, ist halt wirklich traurig gewesen. Hat ihn aber auch ausgemacht, auch die Stimmlage. Und so Songs wie Beware oder so. Alter Schwede, also wenn du das mal anhörst, da geht's richtig ab. Die ganzen Rhymes. Und du musst auch, was mir finde ich immer ganz wichtig, gerade wenn du englischen Rap hörst, du musst einfach die Sprache können. Also finde ich scheiße, wenn man es. Also, was bringt dann das, wenn du nicht mal verstehst, was sie sagen? Und einfach geil. Was ich bis heute immer noch gerne mache, obwohl ich auch sehr gut Englisch kann, es ist nicht umsonst wirklich mit meiner Lieblingssprache. Ich höre BBC im Radio, ja, im Autoradio, ich gucke Filme nur im Original, ich gucke hin und her. Und was ich trotzdem gerne mache, ist, gerade bei Rap-Texten auch, weil es manchmal spezielle Zusammenhänge gibt oder wie der Rapper es genau meint, du gehst halt auf so eine Lyric-Seite und kannst es mitlesen beim Hören, finde ich immer mega geil. Und ja, Fat Joe ist hier auch schon, Still Another Player kann man auch kennen. Da ist mit Fat Joe, die waren ja aus dem Terror Squad zusammen. Noch andere. Und ja, leider hatte der nicht die Möglichkeit, ich glaube, der hatte vielleicht zwei Alben gemacht. Und ist ja dann relativ früh, also klar, sehr früh verstorben. Und wenn er heute noch am Start wäre, würde der auch zu den größeren dazugehören, die so Legendenstatus dann bekommen hätten. Auf jeden Fall geiles Album. So, hier kommt ein Album von The Game und zwar Streets of Compton. Ich habe natürlich das erste Album, hat jeder hart gefeiert damals, glaube 2004, 3, 5 mäßig so in der Richtung. Hat jeder hart gefeiert, extrem durch die Decke gegangen, sehr bekannt. Ich habe aber dann The Game immerhin wieder verfolgt, aber ich habe nie mehr so richtig in die Alben reingehört, weil auch da danach hat es mir nicht mehr so richtig gefallen, muss ich ehrlich zugeben. Und dann hat er irgendwann dieses Album rausgebracht. Bisschen unscheinbar. Ich habe nicht das Gefühl, dass es viele Leute kennen. Es wird auch keine Riesenauflage gewesen sein. Ich vermute mal, dass er auch nicht krass. Mann, was soll da los? Ich kann nicht so richtig reden. Hier sieht man auch nochmal ein kleiner Gang-Touch. Und zwar blau und rot. Bloods and Crips. Da geht es ja auch viel um Unity heutzutage. Das heißt, man versucht, die zusammenzubringen und das endlich mal so ein bisschen zu beenden, dieses ganze sinnlose Morden. Aber er hat dann irgendwann das rausgebracht, da ging es so ein bisschen back to the roots, hatte ich das Gefühl. Geile Songs mit drauf, aber man sieht auch, die Aufmachung ist an sich jetzt nicht wirklich großartig. Das heißt, da steckt in dem Fall jetzt nicht dieser riesige Apparat dahinter, die dann wie früher, wobei heutzutage ist ja eh oft so eine Frage, Indie lohnt sich meistens eh mehr, ne? Und die großen Major-Zeiten sind eigentlich auch vorbei, weil du ja vieles heutzutage selber machen kannst mit relativ kleinem Budget und dann vermarktest du dich über YouTube, Instagram und so weiter und so fort. Und dann mangelt es halt teilweise an so Sachen wie, wenn sie es dann doch irgendwie ein bisschen eigenständiger machen. Wobei das ist sogar über Cash Money auch rausgekommen, oder? Nee, Cash Machine Records, Entschuldigung, und Blood Money Records. Ist ja auch egal. Aber trotzdem richtig cool gewesen. Und jetzt das finale Album für heute. Ich nehme die letzten paar Minuten noch Zeit sehr gerne dafür. Und zwar ist das von den Beginnern das legendäre Album Bambule. Für mich mein Einstieg eigentlich in den Hip-Hop. Wie für viele andere auch, habe ich über die Jahre festgestellt. Sehr interessant. Hier der Fuchs. Echt mega. Aus meiner Erinnerung heraus, das Album ist von 98 und mir wurde es damals mal ausgeliehen, irgendwas in die Richtung. Und ich fand es direkt gut und dann wurde mir das gekauft. Früher gab es noch viel mehr Möglichkeiten, überall CDs zu kaufen. Ich glaube, das war in einem Karstadt oder irgendwas. Es gab ja früher auch so ganz bekannte CD-Ketten so. Und daraufhin wollte ich das, wie gesagt, haben, hab's dann bekommen und ich habe das wirklich als Kind dann nicht wirklich ewig gehört. Also ich habe das pausenlos gehört, ich habe das so gemocht. Dort hieß ja Jan Delay noch Eisfeld, ne? Später hat sich dann mit dem Namen weitervermarktet, aber da hieß er noch Eisfeld, Denjo und ich vergesse immer den Namen von dem DJ. Tut mir leid, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Eimsbusch Tapes ist hier
die was vermarktet. Und ja, wirklich für mich ein absoluter Classic. Hat mich da reingebracht in dieses gereimte Wort auch. Meine Lieblingssongs sind da zum Beispiel halt Hammerhart oder Liebeslied. Und das ganze Ding ist einfach so eine richtig geile eigene Atmosphäre. Und ich war da teilweise sogar noch zu jung für gewisse Sprüche, die zum Beispiel auch Denyo gebracht hat. Die habe ich damals noch gar nicht richtig verstanden und da habe ich später gelernt, ah, was heißt das zum Beispiel? Kann man sich eventuell denken, wenn man die Songs gut kennt. Und habe einfach immer diese ganze Aufmachung extrem gefeiert von dem ganzen Ding hier. Das ist für mich so richtig Nostalgie pur. Gerade dieses Album und interessanterweise hatte ich mal vor über 10 Jahren einen Artikel eingereicht bei einer Hip-Hop-Online-Plattform, wo es darum ging, über sein Lieblings-Deutschrap-Album zu schreiben. Und dann wurde das sogar genommen. Und ich habe dann ein paar Dinge gewonnen, so kleine Goodies und so von dieser Hip-Hop-Plattform. Fand ich mega, weil ich gerne über dieses Album schreiben wollte. Fand ich richtig cool, hat Spaß gemacht damals. Und über die Jahre ist mir das immer wieder mal in die Hände gefallen. Das ist bestimmt nicht die erste, also das ist sowieso nicht die erste Kopie in dem Sinne. Copy sagt man in den USA immer. Nur das Original gekauft, aber das ist bestimmt schon das dritte Album oder so, weil es über die Jahre immer wieder kaputt gegangen ist oder sonst was passiert ist. Und ja, absoluter Einstieg für mich. Mit der CD, die ich letztens gezeigt hatte, hier liegt sie sogar noch. Rhymes Galore. Das hat ja damals, habe ich damals, habe ich im ersten Teil erzählt. Ja, das war der zweite Teil meiner CD-Sammlung und so wird es dann bei den nächsten weitergehen, dass ich immer so Zehnerstapel nehme. Man sieht, es braucht einfach verdammt viel Zeit. Es wird ja noch länger dauern, wenn ich jede CD einzeln richtig auseinandernehmen würde, mit Cover rausnehmen und sonst was. Das soll es für heute gewesen sein. Gerne, wie gesagt, kommentieren. Daumen hoch. Wäre echt nett. Und geht's beim nächsten Mal weiter. MK ist raus. Bis zum nächsten Mal.